Was? Ach komm, hör auf! Immer noch da! Nee, komm, Paragraph 7 sind wir schon. Und kürzer ist es auch geworden. Ja, also ich habe neulich mit meinem Kumpel gesprochen. Ja, Siehst? Ja, Kumpel meinte, der fand die Videos alle geil und sagte aber, ey, da muss ein Fan von dir sein. Ich bin ein Fan von Jan, ja, weil du immer, aber mach mal ein kurzes Video, bald nicht mal kurz, weil ich glaube, es werden viele nicht so, ja, aber dann ist mir scheißegal. Sag ich, ey. Basti, ist dir scheißegal? In Wiener Ruhe. Aber komm, eingefallen tun wir und dann ein, zwei Videos, in diesmal ein paar Videos werden immer etwas kürzer sein. Ich versuch es. Also, Paragraph 7, Zuschuss für eine angemessene Wohnung. Wer für eine angemessene Wohnung Aufwendungen erbringen muss, die ihm nicht zugemutet werden können, hat ein Recht auf Zuschuss zur Miete oder zu vergleichbaren Aufwendungen. Ich liebe Paragraph 7 von Sozialgesetzbuch 1. Ich liebe es. Weil es ist immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder das Gleiche, dass die Leute das falsch verstehen. Die Leute gehen, habe ich früher auch gemacht vor Millionen von Jahren, beantragen Wohngeld und kriegen dann mitgeteilt, sie kriegen keins, weil sie zu viel Geld verdient haben. Oder weil sie zu viel halt eben Arbeitslosengeld 1 bekommen. Bei Arbeitslosengeld 1 ist es immer das Gleiche. Du musst getrennt das Wohngeld beantragen und kannst hoffen, dass du es überhaupt kriegst. Meistens kriegst du es nicht, weil du einen gewissen Spielraum hast und der ist minimal. Aber bei Arbeitslosengeld 2 oder bei Sozialgeld ist das was anderes. Da kriegst du das. Da kriegst du das tatsächlich und da gibt es zwar einen Spielraum, aber du kriegst es. Ja, und deswegen sagt man, hey, das kann man dir nicht zumuten. Von dem Geld kannst du nicht leben, von diesem Regelsatz. Und daher zu Miete, Zuschuss zur Miete oder vergleichbaren Aufwendungen. Ne? Vergleichbare Aufwendungen, das ist dann unwichtig, weil das ist so ein Satz, den ich mir, wann hast du das? Die vergleichbaren Aufwendungen. Wann hast du so ein bisschen sagst, ah, das könnte man vergleichen, da müsst ihr mir helfen. Meistens ist es wirklich also meistens ist es wirklich der Zuschuss. Ne, zu dem Mieter ein bisschen zuschießen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der Schuster kriegt 990 Euro und der ist jetzt in der Wohnung, wo er nicht einfach ausziehen kann. Es ist Pandemie, es kann sowieso niemand so eine einfache Wohnung kriegen und seine Wohnung kostet 600 Euro warm. Kriegt aber halt nur 990 Euro mit 600 Euro Minus plus noch Essen und sonstige Kosten ist nicht getan. Er kann von Lebensmitteln teuer und so weiter. Das wird sehr knapp. Die Wohnung ist also teuer, einfach ausziehen geht nicht, weil bis man eine neue Wohnung findet, dauert ja auch Wohnungsmangel und so weiter. Jetzt sagt sich der Staat, okay, berechnen das Ganze, was wäre, wenn wir ihm 200 Euro zuschießen würden, ne? Oder wenn wir einen 300 Euro Zuschuss machen. Ja, und dann sagen, hey, komm, wir rechnen aus, mal 300 Euro kriegt der Schuster und gut ist. Und der Schuster ist glücklich und sagt, ja, eigentlich, ich kann jetzt leben, ich muss nicht verrecken. Okay? Wenn der Herr Schuster jedoch ARD 2 kriegt, ne, dann ist das was ganz anderes. Dann wird auch natürlich geschaut, hey, aber das wird auch geschaut, wir haben soziale Wohnungen frei, haben wir eine Wohnung frei, weil es gibt ja soziale Wohnungen, die sind günstiger und können wir ihn da untervertreten. Ja, da wird auch geschaut. Ja, so 600 Euro warm, 700 Euro, das ist viel zu viel. Was können wir damit machen? Wir sind doch hier nicht der Gesangsverein, ne, würden die dann sagen. Ja, aber das ist Zuschuss für eine angemessene Wohnung gemeint. Und eine angemessene Wohnung ist für eine Person nicht 100 Quadratmeter oder 200 oder 500. Bitte keine Kommentare wie, hey, ich wohne in einer 200 Quadratmeter Wohnung alleine. Ist das angemessen? Nö. Ne, weil der Staat sagt sich 200 Quadratmeter für eine Person. Ne. Hey, ich habe zwei Schwimmpools und eine Villa. 500 Quadratmeter. Nein! Und das ist, wenn ich. Nein! Aber ich könnte. Aber. Es sind keine angemessene Wohnungen. Angemessen ist höchstens 40 Quadratmeter, wenn überhaupt 50 Quadratmeter, wenn überhaupt.
Da ist der Start halt eben krass. Und wobei, da muss man auch sagen, ist der Start auch ziemlich nett. Denn in anderen Ländern, und wir sollten es nicht vergleichen, und es hat uns doch nur zu interessieren, was in Deutschland passiert, doch, dennoch, sollte man das auch vergleichen, ist wichtig, denn in anderen Ländern und in vielen Ländern hast du gar nichts. Also keinen Anspruch auf Wohnen. Ne? In Polen zum Beispiel, das kann ich sagen von meiner Tante und von meinen halt eben Verwandten, da wenn du da arbeitslos wirst, arbeitssuchen, dann bist du vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr aufgenommen und danach bist du gefickt. Dann kommt die Mafia, wenn du Pech hast. Manche Wohnungen gehören der Mafia. Und dann sagen die, ey, hast du Geld? Oh nee, ich. Und komm, schlag dich zusammen. Oh, hast du Geld? Musst du als Pflicht und Drogen machen, du bist. Ja, gibt es auch in anderen Ländern. Gut, die Polen, das ist glaube ich nicht so extrem, ne? Der Polacke erzählt wieder klasse Geschichten, aber ja, ich hab das von meinem Verband, von meiner Tante erzählt bekommen, ne? Da kamen Männer und die haben Radau gemacht. Und ich so, okay, Männer, Radau, Baseballschläger? So, und das war's auch wieder.